Bevor das eigentliche Video beginnt, an dieser Stelle der ganz kurze Hinweis, dass dieser YouTube-Kanal hier nur mit eurer aktiven Unterstützung weiter fortgeführt werden kann, und zwar indem ihr genau jetzt völlig kostenlos diesen YouTube-Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert. Ja, auf diese Weise verpasst ihr kein zukünftiges Video von mir und ich kann weiterhin, ja, absolut unabhängige Inhalte mit euch teilen. Und jetzt geht es los mit dem eigentlichen Video. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid, ja? Die Lage in Europa, die spitzt sich immer weiter zu. Und zwar insofern, als unlängst nicht nur ein EU-weites Vermögensregister beschlossen wurde, sondern weil jetzt auch eine europaweite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro gilt. Aber es kommt noch härter. Ja, da fällt mir schon das Mikrofon fast runter. Ja, schon ab 3.000 Euro müssen sämtliche Personalien dokumentiert werden, was zur Folge hat, dass unter anderem die anonymen Käufe von Edelmetallen bis zu 10.000 Euro, beispielsweise in Österreich, ja, dass das nicht mehr möglich ist. Also noch einmal, künftig sind in ganz Europa Bargeldzahlungen über 10.000 Euro verboten und ab 3.000 Euro in bar muss man seine Personalien angeben. Und es ist zumindest mir unbegreiflich, wie die Bürger diese massiven Eingriffe in ihre Freiheit einfach so hinnehmen können, denn die immer weiter zunehmende finanzielle Entmündigung gefährdet die Privatsphäre und fördert die generelle Abhängigkeit von Banken. Und das, was uns dann alle in ganz Europa mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwartet, das sind unter anderem Negativzinsen sowie anlassbezogene Vermögensabgaben und fortlaufende Vermögensteuern, was im Prinzip alles dem Sozialismus unterzuordnen ist, weil nämlich das Volk respektive die Völker aktiv gelenkt werden. Ja, und zumindest ich bin auch davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es auch eine Vermögensobergrenze geben wird, bis die eingeführt wird. Ja, denn oberstes Ziel ist es ja, die Gesellschaft gerechter zu machen. Vielleicht kommt auch so etwas wie eine Wohnraumbegrenzung, was man dem Volk dann beispielsweise als Maßnahme gegen Überbevölkerung verkauft. Und wenn wir dann noch das sogenannte Vermögen, das sogenannte Demokratiefördergesetz berücksichtigen, dann ist auch eine neue Stasi auf dem Weg. Ja, auch das noch. Und vergessen wir an dieser Stelle nicht, dass auf das besagte EU-Vermögensregister auch Personen mit berechtigtem Interesse aus der Zivilgesellschaft Zugang haben werden. Das kann man sich alles nicht mehr ausdenken. Ja, mit anderen Worten kann man unser deutsches Grundgesetz in die Tonne treten, denn unantastbare Würde und allein vom Volk ausgehende Staatsgewalt, die gibt es unter dem Mantel der EU längst nicht mehr, weil sich nämlich die Realität der Idee anpasst und nicht umgekehrt. Und spätestens dann, wenn die Machtstrukturen nicht mehr greifen, dann wird auch Gewalt angewendet werden, weil Gewalt nämlich der Gegenbegriff zur Macht ist. Und das Einzige, was das deutsche Volk jetzt tun kann, um den sozialistischen Tendenzen wirklich entgegenzuwirken, das ist der Austritt aus der EU. Und zwar so schnell wie möglich. Es besteht jedenfalls ein wenig Hoffnung, dass die Deutschen mit der aktuellen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro respektive dem Bargeldverbot, denn nichts anderes ist es, ja, dass die Deutschen jetzt endlich wachgerüttelt werden sozusagen. Aber es kommt eben vor allem auch darauf an, wie das Volk im Allgemeinen aufgeklärt wird. Und hier habe zumindest ich die größten Bedenken, wenn ich mir den ganzen Pöbel so anschaue. Von daher mein dringender Appell an dieser Stelle, ja, teilt dieses Video, damit es möglichst viele Menschen erreicht. Und wer die ganze aktuelle Dynamik noch besser nachvollziehen möchte, ja, dem sei mein Buch Das Abenteuer Edelmetalle ans Herz gelegt. Ja, denn natürlich kratzt auch dieser Videobeitrag hier und heute allenfalls an der Oberfläche.
Einstweilen, schreibt gerne eure Gedanken zu dem Ganzen in einem Kommentar unter dieses Video. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine unabhängige Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt völlig kostenlos, aber nicht umsonst diesen YouTube-Kanal. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute und auf bald!